So, jetzt müsste es passen. So Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Boss der Bartagam. Heute gibt es ein neues Badeteil-Video. Ich glaube, es ist inzwischen schon der vierte oder fünfte Badeteil. Ich habe jetzt eine halbe Stunde oder 40 Minuten lang das Gewinde gesucht für den Gimbal, damit ich den noch abstellen kann, aber das wird jetzt heute leider nichts mehr. Ich finde den einfach nicht. Seit dem Skiurlaub, wo ich einmal da Aufnahmen gemacht habe, da habe ich einmal das Gimbal mit hochgenommen und habe das abgeschraubt. Das Ding, damit es nicht so lang ist, und irgendwo lag es im Rucksack. Und jetzt finde ich dieses scheiß Gewinde nicht mehr, wo ich das halt dementsprechend hinstellen kann, das Gimbal. Ja, egal, auf jeden Fall, das soll uns jetzt nicht weiter stören. Außer, dass ich halt heute keinen Kameramann habe und nur mit einer Hand filmen kann. Oder beziehungsweise nur mit einer Hand tätigen kann, weil ich eben filmen muss und es halten muss. Aber ja, ich wollte jetzt nicht das Gimbal irgendwie komplett weglassen. Ansonsten hätte ich es ja eh mit einer Hand halten müssen. So, hier seht ihr nochmal, dass ich das Gimbal in der Hand habe. Und ja, ich würde sagen, let's go. Was mache ich? So Freunde, wir haben jetzt hier ein, soweit es geht, mit dem Schwamm möglich sauber machbares Terrarium. Oh, da ich jetzt den Weitwinkel anhabe, ist ein bisschen blöd mit dem Gimbal. Jetzt sieht man natürlich den Gimbal. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob das euch stört. Ich hoffe nicht, dass es euch zu arg stört. Naja, es stört schon sehr, oder? Naja, ich weiß nicht genau. Ich hoffe mal, dass ihr das mir ein bisschen verzeihen könnt. Genau, auf jeden Fall haben wir jetzt hier den Spike. Und jetzt machen wir hier mal wieder zu. Lassen da ziemlich lauwarmes Wasser rein, ein bisschen mehr als lauwarm. Damit die Temperatur auch angenehm für den Spike ist. Können wir es so auf die Mitte stellen ungefähr. Was weiß ich, was haben wir jetzt? Also es ist wärmer als lauwarm, ne? Das sollte auch reichen. Von mir aus noch ein kleines Stückchen. Ja, so sollte das gut sein. So, ich habe es einfach für nötig empfunden, den Spike jetzt mal wieder ein bisschen baden gehen zu lassen. Weil jetzt wieder, seit dem letzten Badevideo war er nicht mehr baden. Und das soll sich jetzt ändern. Der darf jetzt baden gehen. Er ist auch recht kalt, die Lampen waren heute noch nicht an. Rein mit dir. Hopp, hopp. Schwimmen. Hui. Hoffentlich scheißt er mir nicht alles voll heute. So, das reicht von der Tiefe, damit er eben noch schwimmen kann, beziehungsweise nicht komplett alles unter Wasser geht. Ist ein bisschen blöd mit einer Hand jetzt, ich weiß, aber ich gebe mein Bestes. Ups. Man riecht auch schon ein bisschen die Schuppen oder was auch immer. Und der bläst sich jetzt auch auf. Genießt es. Ich glaube, danach beim nächsten Zyklus mache ich es noch ein bisschen wärmer. Ich kann ihn jetzt natürlich nicht gut abrubbeln. Ist natürlich ein bisschen blöd jetzt mit einer Hand. Ich kann ihn nur ein bisschen so rumschütteln. Sein Kopf sollte eigentlich auch mal gewaschen werden, aber das geht leider nicht. Den können wir nicht einfach unter Wasser drücken. Piep. Geht nicht. Ja, den Schwanz können wir ein bisschen. Schön ein bisschen auch Kraft anwenden, jetzt nicht zu stark, aber ein bisschen reiben. Ihr seht auch, wie gelb das Wasser jetzt wird. Süß. Mega. Gut, das war's. Ach, geht's weiter? Dieses Geräusch und wie er guckt dabei, süß. Jawohl, weiter geht's. Komm, ich will dich jetzt. Verdammt, ich will dich sauber haben. Ups. Jetzt bläst er sich auf.
So, jetzt hängen wir den kurz hier hin. Der tropft jetzt ein bisschen. Wasser ablassen. Bisschen sauber machen. Da braucht ihr wirklich einfach ein bisschen sauber machen. Das war's. Ihr guckt jetzt auch, was da abgeht. So, frisches Wasser rein. Bisschen wärmer noch. Dann kann er sich wirklich gleich auch aufwärmen. Und später dann wieder UVB-Lampe, Licht nehmen im Terrain. Die Lampen waren heute noch nicht an. Wir haben jetzt auch früh, weil ich nur 2 Stunden Schule hatte. Nassbike, was sagen Sie dazu? Oh, jetzt bin ich am Waschbecken angestoßen. Da bin ich übrigens. Was ein Wunder. Und den lassen wir jetzt einfach wieder reingleiten. Pass mal auf. Hopp. Hui. Das geht doch ab. Freunde, der Teil macht mir irgendwie am meisten Spaß, das Video jetzt zu drehen. Ich finde, das ist der coolste Teil der Bartabrahmen-Badungen. Und ja, heute habe ich einen schönen Weitwinkel drin. Das heißt, ihr könnt das ganze Waschbecken auf jeden Fall sehen. Ja. Bewertet das Video auf jeden Fall positiv, wenn es euch gefällt, und teilt es gerne mit euren Freunden, wenn die auch Bartabrahmen haben oder gerne sehen, wie Bartabrahmen gebadet werden. Satisfied Gefühl oder wie auch immer. Ja, und abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr mehr sowas sehen wollt, mehr Tipps, Bartabrahmen-Tipps, Tricks und so weiter. So. Das sollte reichen. Tiefer würde ich auf jeden Fall nicht gehen. Jetzt können wir aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen seinen Korpus. Schwimmt jetzt schon wieder weg. Seinen Korpus baden. Sein Kopf sollte natürlich nicht unter Wasser gehen. Ich passe ein bisschen auf. Ich will ihn ja auch nicht untertunken. Ich will ihn nur ein bisschen betätigen. Und die Badungen sind auch sehr gut, was Fitness angeht, wie ihr seht. Die Tiere kriegen es wirklich gut hin, quasi. Ein bisschen Sport machen sie, sie werden sauber, regt die Verdauung an. Ist wirklich alles Mögliche. Oh, jetzt hat er, glaube ich, geschissen. Oder? Ja, er hat geschissen. Freunde, so sieht's aus, wenn die Bartabrahmen scheißen. Nicht gerade lecker. Ich lasse mal jetzt ein bisschen raus und den Rest hole ich dann raus. So. Bleib. Bleib. Du springst mir da jetzt nicht runter. Nein. Hör auf. Warum machst du das? Hör auf. Nein. Ah. Freunde. Das finde ich jetzt ekelhaft. Sucht er jetzt Schutz bei mir oder was? Kannst du bitte weggehen? Das ist ekelhaft. Ich habe den Pulli frisch angezogen. Jetzt geh bitte runter. Spike. Ich finde das ekelhaft. Freunde, ich finde das so... Alter. Freunde, da schmiert mir hier die ganze Scheiße hin. Alter. Was ist eigentlich los mit dir? Junge, schmierst du mir einfach die ganze Scheiße an den Ärmel. Was soll ich machen? Ich kann auch nichts machen. Ich kann die Kamera jetzt nicht einfach wegwerfen mit dem Gimbal. Der muss schon selber runter. Ja, wahrscheinlich. Grabbel halt noch höher. Ja, er gönnt sich einfach. Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like dafür da, dass er gerade meinen ganzen Pulli dreckig macht als Mitleid für mich. Ja, erst habe ich ihn schön gebadet und jetzt ruht er sich auf meinen Arm aus. Freunde, was soll man dazu denn noch sagen? Ah, Alter. Jetzt tropft es mir auch alles noch nass. Alles nass und alles ekelhaft. Mann, geh bitte weg. Bitte, geh weg. Nein. Oh. Ich schwör, der fühlt sich so vertraut mit mir.
Der kriegt mir jetzt den ganzen Arm hoch. Na gut, ich kann nichts dagegen tun, ne? Guckst du mich jetzt so an? Naja, egal. So, dann lassen wir den Spike einfach mal. Kann ich jetzt auch nichts gegen tun. Jetzt muss ich irgendwie, der ist ja gerade auf meinem Arm, das ganze Scheißdreck wegputzen. Hier ein bisschen Klopapier. So, Freunde, jetzt geht's weiter. Ich glaube, er hat es jetzt verstanden, dass er einen Fehler gemacht hat. Nicht einfach die Scheiße an mir abschmieren, ja? Jetzt haben wir den Gurt eingepackt, damit er jetzt nicht auskühlt, bringen ihn gleich auch runter. Aber davor, ich habe jetzt gerade nochmal das Waschbecken mit Spüli ausgewaschen oder mit Seife halt. Und jetzt wird das Ganze noch gut desinfiziert, weil da eben auch wieder Bartergam-Kot drin war. Zur Corona-Zeit sowieso aufpassen, nicht nur wegen was Bartergam angeht, sondern halt vor allem wegen des Virus. So, auch hier einmal kurz rein desinfizieren. Zack, fertig. So, Spike. Und dich bringe ich jetzt runter. So, Freunde, beim Spike geht es jetzt nochmal richtig ab. Der hat scheinbar gerade nochmal Energie gefasst. Auf jeden Fall. Oh, shit. Scheiß Gimbe. Ah, Mann. Mann! Jetzt rennt der mir fort. Das Gimbel spinnt wieder komplett. Alter, das gibt's doch gar nicht. So, Gimbel ist wieder stabilisiert. Der darf dann natürlich nicht in den Dreck rein. Zack, der ist jetzt schon getrocknet, du, das glaubt ihr aber. Der ist einfach ausgebüxt. Und was jetzt hier so Plätschergeräusche macht, ist das Desinfektionsmittel, das ich in der Tasche habe. So. Jetzt, Freunde, leise sein, ich darf keine Geräusche machen. So, Freunde, dann mache ich die Abmoderation einfach mal wieder aus meinem Zimmer direkt raus. Das war's mit diesem Badevideo heute, ein bisschen mit ein paar Strugglen drin. Spike ist weggerannt, hat mir auf den Arm geschissen gefühlt. Naja, gut, haben wir alles im Griff, ist ein Reptil, muss man damit leben, ist halt recht normal. Gut, es war eigentlich klar, dass er scheißen wird, egal. Auf jeden Fall, das Gegenteil von Scheiße, bitte bewertet mein Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Lasst also ein Like da und ein Abo, wenn euch mehr von meinem, wenn euch mein Kanal anspricht und ihr mehr Videos solche sehen wollt. By the way, es kommen wöchentlich Streams, mehrmals wöchentlich auf diesem Kanal und auch auf meinem Gaming-Kanal, heißt aktuell noch BloonsTD German, könnt ihr auch mal schauen, wenn ihr vorbeischauen wollt. Genau, auf jeden Fall, das war's dann mit diesem Video. Empfehlt mich weiter, haut rein, bis dann und ciao. So, Freunde, jetzt noch ein kleiner Nachtrag zum Video, und zwar, wir haben jetzt endlich einen Discord-Server, und zwar Ares Unique, sprich Marvin, der die ganze Zeit auch im Livestream dabei ist, am Start ist, als Moderator seine Rolle gut übernimmt, hat uns seinen Discord-Server zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir können alle drauf joinen. Es gibt sehr viele verschiedene Sprachchannels, ganz viele verschiedene Games, könnt ihr einfach joinen, verschiedene Text-Channels. Und er hat jetzt sogar, hat er gesagt, einen Channel erstellt für Boss der Bartergam und einen, also Sprachchannel und einen Textchannel auch, wenn ihr einfach Fragen habt. Über Bartergam könnt ihr euch da austauschen in den Channels, verbal oder schriftlich. Und ich schaue dann auch wahrscheinlich täglich mal vorbei. Vielleicht können wir auch coole Konversationen führen. Auf jeden Fall, das war's jetzt wirklich mit dem Video. Haut rein, bis dann. Abonnieren, teilen und liken.